Nennigau? Mhm. Ist gut heute, ne? Jo. Ja. Mhm. Hast du eine neue Brille? Jo, Alter. Guck mal. Und hier so eine kleine englische Flagge drauf. Die ist so stark. Mhm. Warum hast du eigentlich diesen Hund auf dem Knie? Damit ich mich nicht so alleine fühle. Okay, wollen wir jetzt anfangen? Ja, jetzt fangen wir an. Mhm. Willkommen bei Kassette Mix. Ich bin Haro Tripp-Trapp und das ist Nico Hartmann. Du bist gruselig manchmal. Ich weiß. Nico. Was machen wir jetzt? Du bist der Chef. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder hier bist. Echt ohne Scheiß. Es macht immer richtig viel Spaß mit dir. Schönen Dank. Super. Ich freue mich auch. Ja. Ja. Hast du was vorbereitet? Wollen wir frei weg was machen? Und na, aus der Not gedrungen, dass wir hier so kreativ arbeiten wollten, habe ich mich vorhin darüber gesetzt. Ja. Also so ein bisschen Idee ist da. Ich habe eine Idee für den Break. Ja. Dass wir da was mit Klavier machen. Ja. Auch akkordemäßig, also beziehungsweise die Harmonien stehen, aber ja, was wir direkt ja und genau daraus machen, werden wir sehen. Ne? Da hätte ich, ja, das ist auf jeden Fall ein geiles Element, weil, also wenn wir kurz drüber sprechen, wenn im Break ein Klavier rauszuholen, ist einfach, also das Klavier voll rauszuholen, ist natürlich der Hammer. Vielleicht lässt du dich dafür begeistern, dass wir das halt aufnehmen und schon während des Aufbaus bis zum Break dann das Klavier immer schon mal in kleine ja Snippets mit ja, reinquetschen, so mit, ne, dass wir es mal mit reinfahren lassen. Also ich kenn's so, ja, ich weiß nicht, ob das der neue Track von Stimming ist. Irgendwie Crewland, irgendwie sowas. Ah, ich leider noch nicht gehört. Keine Ahnung. Okay, aber natürlich ein großartiger Produzent. So, ne? Der ist ja natürlich immer eine geile Inspiration, sich Sachen von ihm anzusehen. Ja. Nee, aber also wir machen jetzt keinen Breakbeat oder irgendwas. Wir bleiben bei 4/4-Takt. Ja? Ja. Ja, cool. Cool. Ja. Baseline ist die Frage, ob wir zwei machen. Eine mit dem Moog, so flächig, dass, dann ist es halt geil, also beziehungsweise, dass eine Note durchläuft, keine große Bewegung, damit es mit dem Klavier matcht, wir da irgendwie in der Rhythmusgruppe ein bisschen mehr Bewegungsraum haben und mit dem Model D können wir aber auch halt noch eine, dann irgendwie für den Aufbau eine rhythmische Bassline machen. Ne? Also wir müssen gucken, wie sich das denn, ja, auch mal eine, also auf jeden Fall eine tiefe Bassline, vielleicht noch eine hohe oben drüber, ob wir noch was auffüllen müssen. Das müssen, müssen wir halt sehen. Es ergibt sich ja dann am Ende so oder so, wie fühlt sich's an, was wir jetzt drin haben. Ne? Ja. Genau. Dann lass uns doch einfach. Aber hast du dir irgendwas gedacht eigentlich noch? Nee, dann ich wollte nicht unterbrechen. Nee. Also wir sind ja immer ganz, ganz, ganz fit zusammen und von daher dachte ich einfach, ey, komm, lass uns das einfach mal so ausprobieren, wie wir es machen wollen. Wollen wir mit Akkorden anfangen? Also Flächen? Du bist ja Zeremonienmeister. Ja. Brauchst du eine Kick dazu? Oder? Wir können es auch so lassen. Wir können es auch am Ende. Doch, Kick wäre schon schön eigentlich. Ja? Sollen wir die gleich mitlaufen lassen? Ja, ja. Was? Aber ich muss zu dir rüber, ne? Möchtest du mit dem Ding anfangen? Ja. Ja, na dann. Bitte, komm rüber. Okay. Jetzt mal bei dem Moog das Giss spielen, das unterste. Dann ist das schon zu tief, ne? Das würde ich auf jeden Fall wegkappen, wenn du das jetzt erstmal fürs Feeling brauchst. Nehmen wir vom Equalizer dann. Ja, wir nehmen es jetzt mit auf. Ja, genau, wenn du es halt, wie gesagt, fürs Feeling brauchst. Okay, lässt du die Kick mitlaufen? Ich lass alles einfach mal mitlaufen und du hämmerst es rein. Das Ding ist, da kommen noch mehr Sounds dazu. Ja. Da kommen noch so viele Sounds dazu und dieser Raum, der dir jetzt da vielleicht ein bisschen fehlt, den filmen wir nachher, okay. Der wird so krass aufgefüllt nachher noch mit den anderen Instrumenten, die noch dazukommen. Und wenn uns dann immer noch Raum fehlt, können wir ja immer noch sagen, okay, wir geben ihm noch ein klein bisschen mehr Breite, weil da ist noch irgendwo ein Feld drin, da fehlt noch was im Bild. Ne? Da fehlt einfach noch was im Bild. So, da fehlt der Himmel noch. Oder, okay. Ne? Ja. Also ich würde es ganz gerne schon so machen wollen. Ja, wollen wir nochmal? Gut.
mal ganz kurz ein anderes Projekt hier aufrufen. Da eine Einstellung gemacht haben. Genau, von dem Teil hier. Ich merke mir die immer nicht. Dieser Beat Repeat. Und dem. Fall gerne hätte am Ende die Hi-Hat, die quasi immer auf die 3 oder die 1 und, also immer auf das und kommt, dass die nachher so ein Vocoder untergelegt bekommt, dass das wie so ein Shaker ist. Oder wir holen den nachher rein. Ne? Also ist die Frage, ob wir es halt... Ich würde die einzeln reinfahren. Ich würde jetzt die Sachen wirklich einzeln reinfahren. Also die Snare, Hi-Hat, so. Lass uns die einzeln machen, weil dann haben wir da am wenigsten Probleme mit. Findest du nicht? Doch, ich finde. Also dieses Einmal, das muss raus. Also das müssen wir ja rauskarten. Ja, da nehmen wir ihn dann noch weg. So. Ja. Also das würde ich auch hinschnippeln. Ja, okay. So. Dann schnippelst du das hin. Mhm. Gut, dann Percussion. Model D, hast du den? Willst du den noch mit reinnehmen? Ich wüsste jetzt nicht, wo der noch dann hin soll. Dann lassen wir ihn weg. Dann machen wir jetzt die Zauberkiste. Ja, danke. Kommst du eigentlich mitspielen? Oder? Ja. Aber ich lasse dich erstmal ausprobieren. Ich habe letztens was ausprobiert hier über die Bongos, die liegen da drüben. Die zu bestreichen, oder? Yes, sir. Yes, sir. Oh, das ist auch das schön, ja? Ja, ja. Das ist schön. Aber den will ich eigentlich gedämpft haben. Ich kann ihn ja so. Nee, den können wir hier so in die Jacke. Leg den mal ein. Macht nicht viel, macht ein bisschen nichts. Was. Wow.
Ja. Naja, geht so. Wollen wir den mit reinnehmen? Also den will ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Den willst du auf jeden Fall mit reinnehmen. Okay. Wenn du da hinhörst, das ist. Streich die mal so. Das ist halt diesen Widerstand zu hören, aber ansonsten finde ich. Oder? Das ist auch schön. Nico? Da ist einer weggefallen. Da waren mal zwei drin. Drei. Eins. Drei, meine ich ja. Ja, die Shaker sind leider nicht so pralle. Also auf jeden Fall finde ich ganz witzig, wenn wir die mit reinnehmen. Aber das müssten wir übel schneiden, ne? Ja, fetzt nicht. Das sind wir einfach das, so dafür haben wir auch ja, keine nee. Zeit für. Nee, lass mal. Lass uns das nehmen. Das auf jeden Fall. Ich würde. Ja, das finde ich super. Geil. Also halt mit, nur mit dem oder vielleicht noch. Nee, finde ich eigentlich das geiler. Ja. Komm, lass uns das mal ausprobieren. Die Frage ist nur. Wir probieren beide. Einmal ich, einmal du. Wie wir es machen. Kannst du lauter machen? Dann nehmen wir das als einzelnes Geräusch und schnibbeln uns das dann wieder hin, oder? Ja, klar. Als, anstatt, dass wir jetzt hier irgendwie... Nee, du. Hast du noch was? Ja. Was noch? Okay. Weg damit. Was, die Tonga willst du mit reinnehmen? Ja, ich finde die geil. Boah, fett. Finde ich mutig. Warum? Weil die einen mutigen Sound hat, auf jeden Fall. Ja, fett. Lass mal laufen kurz. Ja. Also die anderen Gruppen.
cool ist das. Schon, ne? Das ist genau das, was diesen anderen Sound so schön ergänzt, denke ich, oder? Klavier? Wenn das Klavier drin ist, dann noch eine Triola oben drauf. Da würde ich mich zu breit schlagen lassen. Ich mich vielleicht nicht. Eine geile Sau, Alter. Das war richtig geile geil, Sau, danke. Okay, super. Aber der Verspieler, den müssen wir rausschneiden. Also das kriegen wir schon hin. Okay. Aber dein Kopf war an, habe ich gehört. Ich weiß. So. Ja. Ja. Bisschen Techno, bisschen Klavier, ja. Bisschen Nico Hartmann und ein ganz kleines, bisschen Aero Trip Drop noch dabei. Oh Gott, okay. Ja. Ich versuche mich im Hintergrund zu halten. Ja, genau. Zum Schluss jetzt.